Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Mal geht es um meinen Wochenabschluss 3 im Dezember. Heute ist der 23. Ja, 23. Dezember. Es ist ungefähr, ich glaube, 22:30 Uhr. Ich komme gerade von der Arbeit. Ich hatte Spätdienst, hatte eine super schöne Schicht. Also hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und freue mich mega auf morgen. Und ja, ich bin ein totaler Weihnachtsfan. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr eher so der Grinch-mäßige seid. Wir haben auch ein paar bei uns, ein paar Kollegen, die sehr, sehr gerne am Weihnachten Spätdienst machen. Ich immer, nein, nein, ich arbeite lieber Silvester, wobei ich Silvester natürlich auch gerne mag. Aber irgendwann muss man ja nur mal arbeiten, wenn man Krankenschwester ist. Ja, ich würde sagen, wir kommen als allererstes mal zu meinen zusätzlichen Einnahmen. Das ist diese Woche wirklich nicht sehr viel, aber immerhin ganz bisschen. Also verkauft habe ich nichts. Sonstiges habe ich 9,45 Euro. Und zwar haben wir mal wieder einen kleinen Lottogewinn gehabt. Ach so, ich habe übrigens gedacht, dass ich euch so nicht mehr richtig meinen Wochenrückblick zeige, weil ich glaube, das ist auch, ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein bisschen langweilig und das macht das Video immer unnötig lang. Und habe gedacht, ich mache das jetzt so, erzähle euch aber so gut es geht alles. Ja, also 9,45 € zusätzliche Einnahmen durch einen kleinen Lottogewinn und Cashback habe ich mir nichts auszahlen lassen und Pfand habe ich nochmal 10,69 €. Das wäre eine sehr komische Summe. Insgesamt macht das, Moment, 7, 1, 11, 20. Naja, süße 20,14 €. Naja, ich würde sagen, besser als nichts. Und dann kommen wir mal zu meinen Fixkosten. Da hatte ich also die letzte Sache ist abgebucht worden von meinem Konto. Das sind immer irgendwie 2,99 € oder so, aber ich runde ja immer auf 5 oder 0. Und demnach ist das Geld abgegangen. Und dann kommen wir auch schon zu meinen variablen Kosten. Ich glaube, das hat sich so in Grenzen gehalten. Also so schlimm war das nicht. Ich muss mir eben meinen Zettel mit rausholen. Fangen wir mal bei den Lebensmitteln an, über Vivid. Und da hatte ich, das kann ich eigentlich gleich mal zusammenrechnen. Also, nein, wir machen das so. 60 Euro beim Edeka war der erste Einkauf. Und normalerweise wäre das auch völlig ausreichend gewesen. Nur eigentlich wollten wir, also wollte ich den Wochenrückblick eigentlich schon ein bisschen eher machen, den Einkauf ein bisschen später, aber jetzt ist es doch in eine Woche gefallen. Das ist aber soweit nicht so schlimm, denn ich habe erstmal alles, denn ich habe nochmal, also für Weihnachten haben wir alles Mögliche eingekauft und auch nochmal beim Edeka. Insgesamt habe ich ausgegeben, also ich habe das ja so gemacht, gleich 138,87 €, sodass jetzt noch bei Vivid 9,59 € sind. Das an sich würde eigentlich schon reichen, denn wir sind nächste Woche ein paar Tage nicht da und so. Also wir sind da eingeladen. Wir fahren übernachten in Rostock ein paar Tage. Aber trotzdem freut es mich, dass da noch ein bisschen Geld drin ist, weil man weiß ja nie, vielleicht brauchen wir doch noch mal die eine oder andere Sache. Im Barbereich haben wir gar kein Geld ausgegeben. Das heißt, auch hier habe ich noch 88 Euro. Nun bin ich halt am Überlegen, nutze ich dieses Geld für Auswärtsessen? Denn wir werden mit Sicherheit da auch mal auswärts essen gehen. Und da habe ich ja nur noch 5,10 € und das wird ja nun wirklich knapp. Oder aber, ja, gehe ich hier ins Minus und trage hier ein Minus ein oder nutze ich das Geld hier fürs Essen gehen? Ich weiß es noch nicht. Entweder gehe ich nächste Woche hier im Auswärtsessen ins Minus oder ich nehme einfach, weil es sind irgendwie auch Lebensmittel, nehme das Geld aus dem Barbereich. Gut, dann geht es weiter mit Sonstiges. Wir haben mal wieder einmal getankt und zwar für 63 Euro. Und 22 Cent, also wieder mal fürs Tanken. Und es gab irgendwie so ein Angebot bei Vivid mit diesem Prime für 3 Monate irgendwie für 4,90 € irgendwie. Und ich habe gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich weiß noch nicht genau, wie mir das gefällt oder so, aber ich dachte 68.
Nee, das doch. 68,12 €. Ich dachte, ausprobieren kann man das hier. Also, ansonsten werde ich das einfach kündigen, wenn mir das nicht gefällt. Und ja, mal sehen. Ich mag das einfach so gerne. Dann, das ist einfach so übersichtlich da mit den ganzen Konten und so. Das gefällt mir schon ziemlich gut. Also werde ich das auf jeden Fall mal austesten, diese 3 Monate. Und dann mal schauen. So, und im Barbereich gab es auch eine Ausgabe, denn ich habe ganz vergessen, was heißt vergessen? Ich habe immer mal wieder dran gedacht, dass ich ja gar keinen Weihnachts- oder keinen Spartopf. Und ja, dann fiel mir ein, ich muss ja noch den Tannenbaum kaufen. Und dann habe ich das einfach aus dem Sonstigen genommen. Und ich würde sagen, ach so, eine Ausgabe hatte ich noch, und zwar bei Luxus. 10 €. Und da habe ich bei Amazon was bestellt. Ich weiß schon gar nicht mehr was. Da habe ich noch 7,95 €. Genau. Also das werde ich auf jeden Fall im nächsten Jahr ändern. Ich werde noch mal zwischen den Tagen, glaube ich, ich weiß, das kannst du auch noch nicht versprechen, aber wahrscheinlich noch ein Video machen. Welche Sparspiele bleiben, welche werde ich einfach nur leeren, welche gehen, welche kommen. Also da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das mache. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt als allererstes mal das alles durch. Also Edeka Vivid kann ich natürlich nicht. Das stimmt aber soweit. Da hatte ich keine Ausgaben, aber wir können ja mal ganz vorsichtig luschern, ob das immer noch 50, 70, 80, 85, 87, 88, 11, ob das immer noch so stimmt. Es stimmt, wunderbar. Auswärtsessen 5,10 €. Wie gesagt, das wird nie und nimmer hinkommen. Aber ich werde vermutlich hier das Geld dann rausnehmen fürs Essen gehen. Und dann geht es weiter. Freizeit. Die 53 € sind noch da. Das sehen wir hier. Also richtig, richtig gut. Also normalerweise, wer schon länger meine Videos verfolgt, weiß genau, das ist immer etwas, ja, was immer sehr leidet. Aber gut, im Moment geht das noch. Dann, was ist das hier? Luxus. 7,95 €. 5 €, 7,50 €, 70, 80, 90, 95, das stimmt auch. Und Freizeit, achso, das haben wir ja schon geschaut. Sonstiges fehlt noch. Molly 3 € stimmt auch. Das müssten noch 19,15 € sein, das stimmt auch. Und insgesamt ausgegeben habe ich gar nicht aufgeschrieben. Gut, dann müssen wir das mal eben ganz kurz machen. 246. 99. Ich würde sagen, für Woche 3 ist das eigentlich ganz in Ordnung. Gut, da haben wir schon nachgeschaut alles. Dann haben wir noch bei den Spartöpfen 2 natürlich Ausgaben gehabt. Und ich habe das diesmal, weil ich das andere ja weglasse, gedacht, das machen wir jetzt zusammen. Tragen das zusammen ein. Also bei Theodor hatte ich keine Ausgaben, bei Molly hatte ich keine Ausgaben, bei Haus und Garten zum Glück auch nicht. Geschenke. Da hatte ich eine Ausgabe, aber das ist noch nicht abgegangen. Deswegen machen wir das nächste Woche. Urlaub und Ausflüge. Genau, wir waren nämlich in Hamburg gestern und haben da ein bisschen Geld ausgegeben. 22.12. Also wir waren da halt auf dem Weihnachtsmarkt und ja. Und weil ich dachte, wir waren da als Familie und naja, was heißt Ausflug? Aber gut, Hamburg ist immer ein kleiner Ausflug wert. Also, ich habe das jetzt einfach von Urlaub genommen. Das hätte man sicherlich auch von Freizeit nehmen können oder von irgendwas anderem, aber ich habe mich halt dafür entschieden. Das war auch wirklich nicht viel, 14,50 €, sodass da drin noch sein müssten 265,50 €. Und da schauen wir auch gleich einmal nach. So, ich habe hier meinen Geldtöpfe 2-Binder da. Und dann schauen wir einmal nach. Ich habe da auch etwas geändert. Und zwar habe ich meinen Urlaubsspartopf jetzt komplett bei Vivid, weil ich bin da echt total durcheinander gekommen mit diesem halb hier, halb da, halb bar, halb Vivid. Und habe gedacht, ich mache das jetzt komplett da und habe mir bei Amazon etwas geholt. Und zwar dieses Spielgeld. Da gibt es Hunderter. Also 280 sind da noch im Moment sozusagen drinne. Aber es gibt auch 500 da. Ich freue mich, wenn wir die mal benutzen. Fünfer und alles Mögliche. Also ich meine, man sieht, dass es kein echtes Geld ist und hier sind auch irgendwelche chinesischen Zeichen oder japanischen, keine Ahnung.
Aber ich finde das eigentlich eine ganz gute Lösung. Und jetzt können wir ja mal die 14,50 €, gut 50 Cent, da nehmen wir einfach echtes Geld. Das heißt, es müssen jetzt noch 265 € drin bleiben. Dann ist es auf dem aktuellen Stand 260, 265. Und ich nehme jetzt einfach mal ein echtes 50-Cent-Stück. Und damit stimmt das dann wieder. Und wie gesagt, das Geld ist jetzt bei Vivid und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr das mit dem Spielgeld ein bisschen lächerlich findet oder ob ihr das auch so macht. Ich habe damit jetzt gerade angefangen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das ein bisschen, ja, ein bisschen albern ist oder halt, warte mal, ich nehme mich mal ein bisschen wieder raus. Oder ob ihr das genauso machen würdet oder genauso macht. Ja, so Kleidung und Stoffe hatte ich keine weiteren Ausgaben. Beauty auch nicht. Allerdings beim Auto. Und zwar waren das genau. Ich nehme jetzt auch mal den 22.12. Bei Amazon habe ich, ja. Da habe ich so eine Frost, so ein, ich will mal sagen Umhang, aber ihr wisst was, dass man auf die Scheibe legt, damit das Ganze nicht zufriert. Und das hat mich genau 29,83 € gekostet. Also 29,83 €, damit wir hier auch eine glatte Summe haben. Somit haben wir da jetzt 426 € und auch da habe ich das Geld ja bei Vivid liegen, das wisst ihr ja. Und habe auch hier dieses Spielgeld. Das finde ich echt ganz niedlich. Da ist es. Und ich glaube, auch da ist das Geld noch nicht richtig. Das können wir nochmal eben richtig reinpacken. Also 400, 20, 25 und 1 €. So, und somit stimmt das hier auch. Ich finde das ganz schön, da so noch den Überblick drüber zu haben. So. Gut. Ich glaube, ihr könnt das gar nicht sehen, ne? So. Hier sind meine 426 € drin. Und dann hatte ich nur noch eine einzige Ausgabe und das war bei der Gesundheit. So, nehmen wir auch nochmal 22.12. Das waren 30 €. Nein, nicht plus, minus, 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 minus. Ich habe so ein Sauerstoffgerät für mein, also Messgerät für meinen Sohn gekauft, was uns echt sehr, sehr gut im Moment hilft, weil er wieder so erkältet ist. Übrig geblieben. Und dann noch 182 und das können wir auch eben noch mal nachschauen. Das müsste aber genauso stimmen. Und das erleichtert mir das immer total zu sehen, wenn er so Probleme mit dem Atmen hat, ob die Sättigung, also die Blut, die Sauerstoff, also der Sauerstoffgehalt, ob der im Blut halt ausreichend ist, ob das in Ordnung ist oder ob wir da irgendwie Handlungsbedarf haben. Und das beruhigt mich halt total. So, dann schauen wir mal. 2 € sehe ich da schon mal. 50, 70, 90, 110, 130, 150, 160, 170, 180, 182, das stimmt auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt gleich mal los mit meinen Sparspielen. So, packen wir das nochmal eben kurz rein. Dann haben wir das schon mal wieder fertig. Halt, nicht so geknickt. Gut, dann würde ich sagen, geht's mal los. So. Als allererstes machen wir ja wie immer, immer, immer meine Geldwäsche. Also das werde ich auch auf jeden Fall weitermachen, weil ihr wisst ja, ich liebe das. Ich habe ganze 5-mal gewaschen. So, dann fangen wir mal hier hinten an. So, 5-mal gewaschen. Das heißt, das Geld habe ich mir schon. Moment, hier fehlt noch 1 €.
hatte mir das Geld schon hingelegt, aber dann brauchte ich ja eben gerade den 1 Euro noch. Also 2, 3, 4, 5. Und das kommt hier rein. Und ich würde sagen, wie immer, ich male das in Ruhe aus und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, meine 5 Säckchen habe ich wieder angemalt. Und natürlich war bei uns auch wieder der Geschirrspüler in Betrieb. Und zwar nicht zu knapp. Ganze 9 Mal. Ich habe mir hier schon 10er hingelegt. Kann hier 1 Euro rausnehmen. Der 10er wandert hier rein. Und dann streichen wir es einfach mal mit dem Stift ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal. Und ja, sehr schön, dass da wieder so viel Geld reingekommen ist. So, gut. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal von vorne an und gucken mal, welche Spiele wir alle noch haben. Also, als allererstes müssen wir Pfand machen. Da haben wir auch schon ewig kein Geld mehr, also kein... ewig nichts mehr reingepackt. So, die 10,69 Euro habe ich hier. Die können wir dann mal eben damit dazu packen. Und einmal müssen wir das Ganze noch beschriften. Also 10,69 Euro. Sehr schön. Und ich freue mich auch darauf, dass mal alles wieder... ja, dass es wieder neu anfängt. Und ich bin auch sehr gespannt darauf, wie viel ist in 10 Monaten zusammengekommen. Also ja, das ist schon eine Menge. Und das meiste Geld werden wir, oder einiges von dem Geld, werde ich ja in meinen 100-Umschlag-Challenge packen. Aber zum Beispiel die Geldwäsche oder aber trockener Geschirrspüler packe ich ja in Nachzahlung. Das finde ich... ja, sehr wichtig. Postelsparen machen wir ja gleich. Und falls ihr euch fragt, ich hatte ja nicht viele Einnahmen. Wie mache ich das? Wovon bezahle ich meine zusätzlichen Einnahmen? Also es ist das erste Mal tatsächlich, dass ich mir Geld am Monatsanfang für meine Spiel-Challenges übrig, also wo ich das mit eingeplant habe, was ich ja sonst nie gemacht habe. Einfach nur deshalb, weil ich einfach... ich wollte keinen Stress haben im Dezember, dass ich mich jetzt auf Krampf irgendwie darum kümmern muss, dass ich halt genug Einnahmen habe. Und das ist ja meine neueste Challenge. Und dieses Geld möchte ich ja langsam ansparen, um mir ein Pferd wieder kaufen zu können. Und ich brauche dafür sehr, sehr viel Geld. Und ich bin aber auch völlig entspannt. Also wenn das 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre dauert, dann ist das so. Also ich sehe das wirklich diesmal ganz entspannt. Also bis jetzt haben wir 5 Euro und ich würde sagen, dann machen wir das hier noch. Und dann sind das 10 Euro. Ja, und ich habe gedacht, dass ich so ungefähr, ich denke mal so 8.000, 9.000 sparen muss. Und sobald meine 100-Umschlag-Challenge fertig ist, werde ich das hier auch wesentlich mehr besparen, als werde ich die Beträge wesentlich höher machen. Im Moment halte ich sie noch relativ niedrig. Mal sehen, können wir einen 10er wechseln. Aber ich habe gedacht, ich fange einfach mal an zu sparen. Und ja. Und mein Freund, der ist ja noch 3 Jahre in Ausbildung. Bis dahin, so lange können wir uns sowieso kein Pferd leisten. Also habe ich ganz viel Zeit. Habt ihr eigentlich auch so große Ziele, auf die ihr irgendwie hinspart? Also würde mich echt mega interessieren, ob ihr da auch so, ja, so ein richtiges Fernziel habt, so was man dann, naja, Monat für Monat, Jahr für Jahr bespart und dann irgendwann ja auch mal an sein Ziel kommt. Und darüber freue ich mich natürlich mega, wenn das dann irgendwann mal so weit ist. So, und dann kommt meine Rubbel-Challenge. Mal sehen, was wir uns da heute errubbeln. Ich nehme mal dieses hier. 4 Euro. Das geht ja. Das ist ja wirklich nicht viel. Mal sehen, ob wir den 10er klein kriegen. Ja, das sieht sehr gut aus. 5. 6 nehme ich raus. 10 packe ich rein. Halt. Das kann hier wieder zurück. So. Das kommt hier rein. Ja, morgen ist Weihnachten. Das ist so krass irgendwie. Ich freue mich schon den ganzen Tag darauf, so, weil es gibt bei uns so leckeres Essen. Es gibt immer Kassler in Blätterteig mit Kartoffelsalat und Karottensalat. Mein absolutes Lieblingsessen seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, schon ewig. Und es gibt es auch nur an Weihnachten.
Habt ihr da auch so einen speziellen Brauch, so auch ein Essen, was es bei euch nur zu Weihnachten gibt oder so? Oder ja, also ich liebe das einfach. Ich liebe die Weihnachtszeit einfach so mega. Ich bin halt im Moment, naja, ich bin im Moment ein bisschen müde. Also verzeiht mir, wenn ich nicht ganz so unterhaltsam vielleicht bin. Aber unser Sohn war halt krank. Ich habe in der letzten Nacht kaum geschlafen und dann Spätdienst und morgens noch natürlich sauber gemacht, wie das so ist vor Weihnachten. Ja, ich habe hier eine Menge Geld noch liegen, aber ich packe einmal noch mal 20 Euro hier rein, weil ich möchte das wirklich sehr schnell, diese 100-Umschlag-Challenge fertig haben. Und all dieses Geld hier, wenn ich das mal hier alles ausgemalt habe, kommt ja auch in die 100-Umschlag-Challenge. Und da ist es natürlich nur von Vorteil, wenn ich das hier mit relativ hohen Beträgen mache, was ich ja diesen Monat auch einfach mal kann, dadurch, dass wir ja diesen Corona-Bonus bekommen haben, Weihnachtsgeld bekommen haben. Und ja, deswegen kann ich hier, normalerweise packe ich hier immer mal nur 5 Euro oder höchstens mal 10 rein. Aber ich brauche halt auch ein bisschen höhere Beträge. Sonst kriege ich das andere nie voll, sozusagen. So, und dann kommen wir auch schon zu meinem letzten. Und ich habe mir diesmal noch gar keinen Umschlag vorbereitet. Ich nehme mal eben mal schnell einen. Und so, den hier. Dann kleben wir da nochmal so einen kleinen Aufkleber hin, damit wir auch wissen, wie viel Geld da drinnen ist. Und ich sehe gerade, die 45 ist noch frei. Die nehmen wir heute. Und ich freue mich immer so wahnsinnig, wenn man hier wieder ein Kästchen ausmalen kann. Und auch wenn einem das am Anfang so mega weit weg vorkommt, ne? Also ich weiß noch, als wir damit angefangen haben zusammen und dann das erste Kästchen ausgemalt haben. Und ja, aber es wird halt mit jeder Woche wird es immer bunter und ja, und irgendwann ist dann alles ausgemalt und dann haben wir tatsächlich gemeinsam 5.060 gespart. Ja, und dann schaffen wir irgendwann auch die 8.000 für mein Pferd. Ja, wohl locker, oder? Naja, ich sehe das aber auch mit meinem Pferd total entspannt so und habe da überhaupt keine Eile. Ihr Lieben, wenn ihr bis zum Schluss ausgehalten habt, sozusagen, dann hoffe ich, euch hat das Video Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine ganz besinnlich, wunderschöne, friedliche, schöne Geschenke, wunderbare Weihnachtszeit. Genießt die Tage und ich hoffe, ihr habt frei oder könnt euer Weihnachtsfest halt genießen mit euren Lieben. Und ja, wir sehen uns ganz bald wieder, entweder zum Wochenabschluss 4 oder aber wir lösen zusammen meine ganz, also wir lösen nicht alle auf. Nein, nein, ich werde viele behalten. Aber ein paar Änderungen gibt's. Oder ich mache so ein Video. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Liebe. Und ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.